Und der letzte, vorerst letzte gemeldete Redner zu dieser Untergruppe im Budget ist Leonhard Essl von der ÖVP. Von einem Budget für das gesamte Ressort von 3,37 Milliarden Euro und 1,8 Milliarden davon sind für die Landwirtschaft reserviert. Und meine große Anerkennung, Frau Bundesministerin, liebe Elisabeth Köstinger und auch dem Bundeskanzler außer Dienst, wenn ich das so sagen darf, Sebastian Kurz, der das federführend in Brüssel verhandelt hat. Es ist wiederum gelungen, mit 316 Millionen Euro Bundesmittel 1 Milliarde 480 Millionen Euro EU-Mittel auszulösen, sodass in Summe 1,8 Milliarden zu den Bauern kommen können. Und das darf ich dem Kollegen Schmidlechner ganz klar und deutlich sagen. 100% dieser 1,8 Milliarden Euro kommen direkt zu den Bauern. Wir sind ja, und nicht ja ein Bruchteil, wie du gesagt hast, wir sind ja nicht die SPÖ. Die SPÖ will nämlich 50% dieser Mittel aus der ländlichen Entwicklung für landwirtschaftsferne Bereiche verwenden. Und die SPÖ hat es überhaupt nicht so sehr mit der Landwirtschaft. Da kommt der Herr Köchel, der Kollege Köchel heraus und behauptet da stock und steif, größere Betriebe würden nicht kontrolliert, nur kleinere Betriebe. Absolut falsch. Es wäre eine tatsächliche Berichtigung eigentlich da notwendig gewesen. Aber das haben wir, möchte ich hiermit eindeutig so machen. Ja, meine geschätzten Damen und Herren, es geht aber nicht nur um Zahlen, es geht um Versorgungssicherheit, es geht um die Gestaltung des Lebensraumes, es geht um die Menschen in unserem Land. Und das vorgelegte Budget nach den Grundsätzen der ökosozialen Marktwirtschaft ausgerichtet, Joschi Riegler hat das eigentlich ursprünglich gestaltet, das ermöglicht, dass man die wirklich essentiellen Bedürfnisse der Land- und Forstwirtschaft in Österreich damit auch bedienen kann. Es ist möglich, dass die Umweltleistungen, die Klimaleistungen, die Versorgungsleistungen entsprechend gemacht werden können von unseren Bäuerinnen und Bauern. Auch die 120 Millionen im Tierwohlpaket, möchte ich als Tierschutzsprecher entsprechend erwähnen, sind sehr, sehr positiv. Dank also an die Steuerzahlerin, dass sie das Geld zur Verfügung stellen und die Steuerzahler. Dank an die Bäuerinnen und Bauern. Sie sind es, die tagtäglich ihre Arbeit machen und damit rund um die Uhr für Lebensqualität in unserem Land sorgen. Und abschließend möchte ich noch ein Thema erwähnen, nämlich die Forstwirtschaft. Da gibt es einen EU-Vorschlag, der sagt, man sollte verstärkt außer Nutzung stellen. Wir wissen, der bewirtschaftete Wald trägt mehr zum Klimaschutz bei. Holzverwendung speichert CO2 über Jahrzehnte. Und der Waldfonds, der schon angesprochen worden ist, der ist wieder mit 102,5 Millionen dotiert und nicht, wie gesagt worden ist, dass der gekürzt würde. Insgesamt stehen diese 350 Millionen zur Verfügung. Daher bitte gegen die EU-Pläne und für einen gesunden, bewirtschafteten Wald. Herzlichen Dank, Frau Bundesministerin. Das ist wichtig für die Menschen in unserem Land.